Jetzt sowas wie. Ah, ich habe gerade auf Aufnahme gedrückt. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends Version 2.02 Beta. Die Release-Nummer lasse ich jetzt mal ausnahmsweise weg. Kilbe, was wolltest du mir gerade sagen? Ich wollte gerade sagen, wir haben uns jetzt übelst krasse durchgekämpft, 5 Stunden lang gebraucht, wir sind jetzt wieder hier. Ja, genau. Das ist korrekt. Deswegen genau, also ist jetzt auch mitten in der Nacht schon. Genau, weil es jetzt übelst Nacht geworden ist schon. Aber wir haben es wieder geschafft. Wir haben es wieder geschafft, genau. Oh, jetzt bin ich wieder hier verdammt versteinert, ey. Das ist voll nervig. Komm hier, wach auf, Junge. Aufwachen. Gibt's hier irgendwas wie Entsteiner oder so ein Scheiß? Ja, gibt's. So, Mary, kannst du wieder reinkommen? Ich hab schon wieder gewechselt. Alter, wie mega empfindlich mein Dieb aber auch ist, ja. Heilkraut. Bei mir ist doch ziemlich viel Leben. Meinst du, dass ein Heilkraut gegen Versteinerung hilft? Ja, Heilkraut hilft gegen alles. Ja, okay, hast du recht. Das ist wie Aloe Vera, das hilft halt gegen alles. Oh, mein, es gefällt mir. Oh, was trennst du hin und her? Ja, weil die Treppen mir mehr gefallen jetzt gerade. Ah ja. Ah, so, gut. Bitteschön. Ich bin jetzt hier, siehst du? Oh, nö. Da werde ich auch wieder verstanden. Lass uns hier mal alle auf das gleiche Küken bitte einhauen, damit hier nicht jeder sein eigenes nimmt. Das ist voll nervig. Dann bin ich sonst wieder so schnell versteinert. Das sind voll die nervigen Affenküken, ey. Affenküken. Oh, Mary, da hast du dein Level-Up wieder. Ja, wir haben nämlich 5 Stunden haben wir gebraucht und haben nicht ein Level-Up bekommen. Das ist das dritte Level-Up schon. Weil wir haben ja schon stundenlang schon gespielt. Ein Triple-Up. Ja. Cool. So. Ey, das gibt's jetzt nicht, oder? Ah. Was willst du tun? Ja, das ist Mary. Frank. Was willst du tun? Ich... Nimm Rocky, oh nimm Gott. Rocky. Ich den Look. Ich mache das Kibbel. Echt? Ach, Kibbel, nimm Rocky. Ich hab Rocky genommen. Meine dunkle Kräfte sind ja nutzlos. Muahaha. Mann. Ich bin dran. Los, so. Rocky. Go for it. Hahaha. Oh, sieht. Was zur Hölle geht. Doch haltet ein, was kann das sein? Das sind die Reime. Bla bla bla. Das war mir klar, wie wunderbar. Jetzt so rein. Geil. So, Mary, jetzt darfst du nochmal versuchen. Irgendwie ist ja nichts. Der hat die Tür aufgemacht oder was? Was ist das? Oh. Er hat was aufgemacht. Eine Nippenzunge. Alles kann. Da rülpst und furzt und. Ein Proto. Ah. Ich habe jetzt mittlerweile viel Kontakt mit dem Rot. Ja. Ja. Habt ihr jetzt auch auf Facebook? Okay. Ja. Juhu, endlich mal wieder eine Schattenprobe. Nein. Aber da will jetzt wirklich Mega Man X bis 3 nochmal neu übersetzen. Ja. Hast du schon die Screenshots gesehen? Nein. Weißt du nicht? Nein. Im Treat muss man reingucken, da hat er sogar Screenshots schon von deiner Übersetzung reingemacht. Wo muss ich da reingucken? Ja, im Treat halt, im Übersetzungstreat von dem. Achso, im Thread? Im Forum. Ja, ins nest-projects.de Forum nehme ich mal an. Genau. Ah, was für ein zarter Hinweis. Ganz zarte Werbung. Ne, auf jeden Fall guck mal rein, da sind schon Screenshots von seiner Übersetzung, sehen schon übelst cool aus. Leute, schaut mal rein bei den snes-projects.de im Forum gibt es einen Thread über Mega Man X, die Serie Sephiroth macht da irgendwie eine Neuübersetzung, habe ich gerade aus der zuverlässigen Quelle erfahren. Die Screenshots sollen voll cool aussehen. Ja, wirklich. Der Text ist bis jetzt sehr gelungen. Diesmal gibt es richtig Mühe. Warum? Okay. Naja, wenn ich so an sein Castlevania 2 Patch denke. Den hast du jetzt nicht gesehen, aber der war sehr, sehr grottig. Wie viele Schuckis haben wir eigentlich noch? 8, okay. Wir haben noch ein Lager mit. Ja, im Lager, wir haben ja ein bisschen uns gut ausgerüstet. Ey, das geht mir voll auf den Sack hier schon wieder, die Dreckscheiße. Tja, Mary, jetzt musst du erstmal warten. Kilby, könntest du bitte mal mit angreifen? Machst du? Ja, das sah jetzt so aus, als ob du. So, jetzt müsst ihr ja wieder mal alive sein, oder? Ja. Du bist alive. Nicht Mary, ja, pick. Let's go for it. Lokolade. Hast du auf mich Schokolade gesagt? So, Mary, kannst du wieder mitmachen? Ja, warte.
Du solltest vielleicht Schokolade nehmen. Hä, das habe ich doch gerade gemacht. Du hast es auf mich gemacht. Nein, ich habe auf Pick gedrückt. Nee. Doch, habe ich. Könnt ihr bei mir in der Aufnahme sehen. 100% auf Pick. Labern nicht. Doch, klar. Auf den Arsch. So, ich halte mich jetzt hier gleich raus aus dem Kampf, ey. Ich sterbe hier nur. Ich bin voll schwach. Das nächste Mal nehme ich keinen Dieb. Du wolltest irgendwie einen Dieb machen. Naja klar, weil ein Dieb ist eigentlich voll cool und stark und der ist aber auch voll langweilig und schwach. Ist nicht stark. Das ist kein Dieb, das ist voll der Spacko. Dieb ist nicht stark und Dieb kann bloß gut ausweichen und tricksen. Naja, dann hast du irgendwas falsch. Das ist gut, gleich zu sterben. Wenn du denkst, dass der Dieb stark ist, dann hast du das einfach an. Vor allem, der hat hier zwei Klingen, weißt du, und greift nie richtig an. Der ist voll blöd. Ist ja okay, ein Weg auf den Street Fighter. Okay. Jetzt weißt du warum. Na. Jetzt gib Gas. Aha, Klicker. Die Dinger, ey, die haben schon beim ersten Teil gehasst, ey. Ich kann mich an die gar nicht erinnern. Die? Aber ich finde das voll blöd, dass sie immer ausschlüpfen und so einen Scheiß. Im also Quelldorf. Im ersten Teil, oder? Im ersten Teil waren die auf jeden Fall im Quelldorf, beziehungsweise bei dem Endboss da hier. Okay. Bei dem Wassertempel. Gefangen! Und da waren die sogar als Endboss das eine Mal. Und da waren die übelst schwer. Du weißt es, Mario, oder? Nee. Du wirst es wissen, Mario. Nein, ich weiß es nicht! Oh, ich denke, du spielst es momentan, Mario. Hä? Ich denke, du spielst es. Oh, jetzt was beinahe passiert, ja, ey. Ja, wir haben angefangen, aber... naja. Vitality. Haben jetzt nicht mehr weiter gespielt. Ach so, okay. Bin das jetzt schon wieder mit Ruckeln hier? Nö, bei mir nicht. Blöd. Oh, meine Güte, ey. Könnt ihr bitte mal langsam so eine Speicherstation kommen? Weißt du, die haben bei dem Game Design überhaupt nicht an die Leute gedacht, die hier bloß Internet mit dem Emulator zusammen zocken, ja? Überhaupt nicht. Das haben sie voll, das war voll der Fail. Individuell speichern können. So. Was sagt der Fisch-Exe-Level 2? Und was sagt da ständig Fisch-Exe-Level 2 oder was steht da? 15. Level 15? Was soll das sein? Ja, das ist, wenn das Viech ausschlüpft. Ach so, erscheint oder was? Ja, genau, das erscheint, weil es geschlüpft ist. Ach so. Genau. Okay. Huch, jetzt hab ich mal wieder ins Leere gehauen. Da muss ich im Video mal auf Pause bringen. Entsteht, steht doch, entsteht. Das entsteht, schluck, schluck. Schluck, schluck. Könnte wieder so ein Bonbon gebrauchen. Ja. Oh, ich könnte doch mal wieder uns auffüllen, ja? Machen wir doch direkt mal. Ja. Na. Ba, hallo. Bonbon. Bonbon. Gleich stürzt du da. Oh, hallo, du Kackeviech, Mann. Gleich weg. Gleich soll alles weg. So. Komm zurück hier, schneller. Wir werden die mal speichern gehen. Da kriegt man nicht alles zu tun, ne? Ja, das ist es ja. Du musst dir mal vorstellen, du weißt ganz genau, ja, dass jede halbe Stunde bei dir Stromausfall kommt, ja, und du fängst an zu zocken und weißt ganz genau, wenn ich jetzt nicht speichern gehe, dann habe ich verloren. Dann kann ich dir mal eine lustige Story erzählen. Damals, wo ich so 12, 13 Jahre ungefähr war, oder vielleicht auch 14 war ich da, ja, da sind wir früher immer in so einen Kaufladen gegangen, also sowas wie so eine Arkaden, sag ich mal. Ne? Und da gab es auch so einen Laden, wo sie halt klar das Super Nintendo-Zeug ausgestellt und verkauft haben. Ne? Und da konntest du dann an so einem Automaten halt auch spielen. Also die hatten dann quasi so eine Spielstation. Ja. Für Super Nintendo noch. Spielstation. Genau, so Spielstation für Super Nintendo. Die gab's ja früher. Wir müssen mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Bin gleich wieder da. Ach, scheiße, die waren dann hier. Ja. So, und da sind wir schon wieder zurück. Ja. Aber jetzt, wo müssen wir eigentlich jetzt lang, oder? Ich habe wie gesagt derzeit meine Anekdoten erzählt. Ja, eine Anekdote. Und ja, weiter geht's. Weiter geht's. Ja. Auf Besuch. Ich habe natürlich deine Anekdote ist natürlich nicht in der Aufnahme. Wieso denn? Ja, weil ich auf Pause gedrückt habe. Wann hast du auf Pause gedrückt? Was ich gesagt habe, ich unterbreche noch kurz die Aufnahme. Okay, da war ich gerade. Achso, ja, genau. Du kennst doch die alten. Also, achso, ja, genau, wir waren bei den Arcade-Automaten. Also, so, Pseudo-Arcade. Ja. Mhm.
Wir nehmen jetzt wieder auf, ja? Ja, genau. Okay, dann erzähl ich einfach weiter. Also, du kennst doch die Arcade-Automaten, die so im Mediamarkt rumstehen, ja, und so, ne? Ja, wo dann immer so das Super Nintendo früher hinter Glas stand, wo man dann spielen konnte. Naja, nicht hinter Glas, das war so ein Fernsehen mit so einem Controller, der daraus geguckt hat. Genau das. Und das haben wir damals gespielt, so als junge Kinder, besser gesagt. Und waren wir auch manchmal stundenlang, hingen wir ja davor, haben das durchgespielt oder versucht, ein Spiel durchzuspielen, ne? Mhm. Und da war dann irgendwann auch Illusion of Time drin, ne? Mhm. Und das Problem war, diese Arcade-Automaten, weil wir dann ewig stundenlang immer drin da standen, ja? Also nach der Schule sind wir dahin, da haben wir bis abends bis zugemacht, da standen wir noch. Und es ging den tierisch auf den Sack. Und da haben die dann irgendwann eine Zeitschaltuhr reingehauen. Und dann ging das Ding, alle halbe Stunde ging es aus. Okay. Das heißt, wir hatten eine halbe Stunde Zeit zu spielen und mussten dann, ging es aus und wieder an. Dann konntest du halt weiterspielen. Schon wieder geil. Und ja, dann konntest du alle halbe Stunde weiterspielen. Das haben wir auch gemacht. Und das Problem war, bei so einem Rollenspiel musste man ja dann, also bei Illusion of Time, musste man dann von Speicherstand zu Speicherstand uns hangeln, um weiterzukommen. Ja. Weil das Ding alle halbe Stunde ausging. Und das war dann auch so, dass man dann den ersten Endboss, kurz vor dem ersten Endboss gab es einen Speicherpunkt, den haben wir quasi geladen, dann musste man den Endboss platt machen, dann kam eine ewig lange Szene mit einem Schiff und nach dem Schiff kamst du in der Stadt und dann konntest du wieder speichern. Das war genau eine halbe Stunde. Das heißt, wenn du in die Stadt reinkommst, war eine halbe Stunde um. Wir kamen quasi nicht mit denn in den Dorf bloß nach oben laufen bis in den Speicherpunkt. Ne? Wir kamen aber nicht zu diesem Speicherpunkt hin, weil die halbe Stunde um war. Ja. So, drück. Und dann haben wir dann irgendwann Time-Challenge, bevor sie ja auch wieder weggeht. Wir haben dann irgendwann Time-Challenge rausgemacht, weil ein paar andere Kollegen waren ja auch dort von mir. Ja. Und der eine hat es dann irgendwann geschafft, so übelst krass einen Endboss zu legen, ganz schnell, und das Schiff übelst abzuspeeden und dann ganz schnell ein Dorf hoch und speichern. Irgendeiner hat es dann genau geschafft, mal das in einer halben Stunde alles zu schaffen, um dass wir dann das Spiel weiterspielen konnten. Aha. Okay. Das war sehr krass, also muss ich vorstellen, hier kein Gegner hat er nicht genommen, nur ein Endboss übelst krass weggekillt, also den allerersten, der war schon ziemlich schwer, der erste, bei dem, ich weiß nicht, ob du das kennst, Illusion of Time? Ja. Da war der erste, du weißt doch, der erste da, der so wie ein Teufel aussieht, der unten aus dem Loch rauskommt. Nee, jetzt muss ich doch leider passen. Weil der war schon, keine Ahnung, nein, weiß ich, jetzt so aus dem Kopf, so gut bin ich dann doch nicht in mein Gedächtnis. Okay, der war auf jeden Fall sehr knackig. Und das hat er dann, den hat er dann übelst schnell umgebracht und hat das Schiff gemacht und hat es gerade so geschafft, wie gesagt, aber das war, weiß ich noch. Und so sind wahrscheinlich die Speedruns entstanden. Ja, genau. Und dann haben wir dann gejubelt, dass es geschafft hat, und die haben alle gewundert, was da los ist. Und wir haben die alte, die Verkäuferin, haben wir dann 100 Mal gefragt, ob die nicht mal eine halbe Stunde, also wir haben die ja nicht gewartet, dass die mal mehr wie eine halbe Stunde freigeben kann. Und hat die aber auch nicht gemacht, also es war sehr interessant, es hat einen guten, ich glaube zwei oder drei Tage saßen wir dann da dran, dass es dann irgendeiner geschafft hatte, in einer halben Stunde das vom Speicherpunkt zum Speicherpunkt. Und das haben wir hier mehr oder weniger ja auch. Komm raus, Mary, was ist los? Ich wurde verschluckt und kein Klemme. Das, wird, das haben wir jetzt hier ja auch irgendwie, von Speicherpunkt zu Speicherpunkt. So. Okay. Fertig. Ja, das war die Anekdote. Nette Geschichte. Ich glaube, wir sind ja auch total richtig jetzt gelaufen, oder? Ich schätze ja. Ja. Total richtig. Das Problem ist, jetzt haben wir da unten das eine nicht mitgenommen, auch wir haben ja gerade eben gespeichert. Jo. Deswegen, es geht schon. Ach, hier Triple Kill oder was? Ja. Ja. Das ist ja voll ultra. Wenn wir Jesus sind. Wir laufen über Wasser. Und verwandeln Wasser zu Wein, weißt du. Was geht? Hä? Wir laufen über Wasser und verwandeln Wasser zu Wein, weißt du doch. Ja. Das ist ja eine Kleinigkeit für uns, ne? Ja, total. Das machen wir immer, wenn wir eine Weile haben. So, und jetzt? Wo lang? Also ich... Ich sag nach oben. Okay. Ich schätze, das gibt. Ich schätze, wir gehen da im Kreis. Ja. Ich denke wieder runter gleich. Nee, so, erstmal rechts rum, vielleicht ist doch was Gutes. Vielleicht ist da der ultimative Bug im Spiel. Oh. Der nur drauf gewartet, ausgelöst zu werden. Wieder voll. Was bist du schon wieder hin, ey? Was?
letztens haben wir, also bei den letzten Folgen ist mir aufgefallen, haben wir die Zuschauer ja sehr verbunden. Teilweise sogar 25 Minuten Aufnahme, ne? So, ich würde mal sagen, wir gehen doch woanders lang. Nee, lass mal den Rest kommen. Warum denn nur? Willst du unbedingt im Kreis laufen? Alter, wieso Kreis? Wer sagt denn, dass da ein Kreis ist? Das ist... Das ist kein Kreis, siehst du das? Doch. Da geht's hoch, haha. Ha, ha. Ja. Kreis. Lass uns weg, Kelo, weg hier. Warum? Da geht's hoch. Hoch ist ja, und dann geht's wieder zurück. Und da kommen wir doch. Gar nicht wahr. So, wir kommen doch. Wir kommen von rechts. Ja. Guck. Okay, jetzt gebe ich zu. Naja. Ich habe mal Verzug, ja? Gut, es war nicht im Kreis, aber es war trotzdem fehl. Ja, ganz viel war es nicht. Gib mal Punkte. Ja. Bam, in die Fresse. Haha. Fischechse. Ich kann mich immer verschlucken. Das bin ich gemacht. Und dann überlassen die dann immer was. Oh, ja. Oh ne, ich hab jetzt keine Lust auf so viele Gegner, ja. Nicht? Dann die Wasser. Das hat schon wieder gehabt. Ein böses Vorzeichen. Ja, so, ne? Eben. Mensch, das? Ja. Sag's nicht aus, weißt du? Ja, Mann, wisst ihr, das sind göttliche Vorhersehungen, die du dann tust. Die werden auch eintreffen, wenn du es sagst. Genau, du darfst nichts sagen. Gar, ja, gar nichts. Das ist wie ein Orakel, das sagt, bam, passiert. Oh, meine ja. Fresse, der dämliche ist. So. Warte mal, ich probier's mal, okay? Ich hab morgen 1 Million haben können. Meinst du, dass das klappt? Warte mal, ich probiere es, also, ja, da probieren kann man es doch. Wenn man es probiert, dann klappt es vielleicht auch mal. Was nimmst du denn? Naja, das will ich nehmen. Leute, was ist das? Ja, das würde ich auch nehmen an deiner Stelle. Werde ich als nächstes auch nehmen wieder. Könnt ihr mich mal bitte danken, gell? So, jetzt gehen wir da. Bist du schon wieder hin, oder was? Ich geh mal. Das gibt's ja nicht. Sie sterben immer so schnell. Weil du uns nicht hilfst. Oh, ey, komm doch. Hey. Scheiß auf die Truhe. Weißt du, nein, das ist wichtig. Weißt du, die sind überhaupt nicht und die sind voll unwichtig. Was ist denn, wenn man runter mitgeht? Das ist wichtigste Spiel. Die Truhe. Aber du, jetzt müssen wir übelst viel lesen, weißt du, jetzt können wir anders kämpfen. Ja, stimmt. Ist ja auch mal was anderes. Jo. Ach so, scheiße. Wir müssen dann mal diesen Pfad unterbrechen. Was? Ist schon noch vorbei? Ja, ja. Was? Echt? Ja, natürlich. So, Leute, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Mal gucken, ob wir im nächsten Part zu der Turtle kommen. Ne? Also, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. Tschüss.